Ein gemeinsamer Pulk, der quasi die Musik und die Inhalte zusammen abfeiert und zusammen durchlebt in dem Moment. Dass da jetzt nicht irgendwie eine große Grenze ist, irgendwie wir sind jetzt auf der Bühne und zeigen jetzt euch, wie es läuft, sondern ich habe das Gefühl, die zeigen uns auch, wie es läuft. Und du weißt, die anderen Leute drumherum fühlen das quasi auch. Also man teilt in dem Moment eine Stimmung. Es ist natürlich immer schön zu sehen, wenn ich weiß, dass Leute durch die Musik, sei es auf dem Konzert oder wenn sie es zu Hause hören, einfach Energie kriegen, Energie tanken. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und ja, Motivation kriegen einfach, Motivation, was zu bewegen. Und haben dann gemerkt, okay, wir wollen auch neben der Musik einfach wirklich konkrete Dinge unterstützen und selbst was machen. Und da haben sich mittlerweile mit der Zeit eben verschiedene Initiativen herauskristallisiert, bei denen wir mitmachen oder die wir zum Teil auch selbst mit ins Leben gerufen haben. Wir stricken uns einfach auch ein bisschen eine Vision oder eine Utopie und versuchen einfach so gut wie möglich die selber zu leben und darauf hinzuarbeiten, dass vielleicht viele Leute das auch so versuchen zu leben. Das ist uns halt wichtig auch zu zeigen, ey, man kann was bewegen und wir bewegen was und machen was und das motiviert, glaube ich, auch die Menschen. Das war dann, glaube ich, ziemlich von Anfang an so der Antriebsmotor, um immer weiterzumachen und eben auch damit in die Öffentlichkeit zu treten, weil wir eben das Gefühl hatten, wir haben was zu sagen, das wollen wir gerne mitteilen, also müssen wir auch Konzerte geben. Zeit ist Geld, alle wollen mehr, die ganze Welt rennt ihr hinterher. Zeit ist Geld, spürst du, wie die Zeit vergeht? Zeit ist Geld, und wie sie deinen Kopf verdreht? Zeit ist Geld, alle wollen mehr, die ganze Welt.